Mensch, Vincent. Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bildclass bzw. Bildlessen. Mit dabei ist heute die liebe Rotpilz. Und ihr seht, Leute, wir befinden uns heute im Nether, denn wir haben dieses einsame Nether-Fortress hier gefunden. Da hinten steht wieder irgendwo unser Nego-Boy und macht das Ganze wieder wunderschön als Time-Lapse. Ihr seht es gerade nochmal von oben, Leute, von Negos Perspektive. Dieses einsame Nether-Fortress ist extrem, extrem hässlich und eintönig. Und wir beide wollen jetzt hingehen, Leute, und das Ding ein bisschen tunen. Wir möchten nämlich heute wieder eine kleine Transformation machen. Schreibt uns jetzt gerne wieder in die Kommentare, was ihr sonst noch transformiert haben wollt von uns. Wir haben ja bereits den Edgar-Tempel gebaut und ein Village umgebaut und ein End-Dungeon und. Die ganze Playlist findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung, Leute. Und des Weiteren gibt es auch ein wunderschönes Video beim Herr Rotpilz zu sehen, welches ihr ebenfalls in der Videobeschreibung finden könnt. Ich würde sagen, Felix, ich hatte folgende Idee, Leute. Ich möchte mit schwarzen und weißen Kontrasten arbeiten hier. Wir können den Coalblock dafür ganz gut benutzen. Das Black Terracotta, wir sind heute ohne Shader unterwegs. Den Black Concrete, Felix, guck mal hier. Das passt nämlich meiner Meinung nach auch eigentlich ganz gut, weil wenn man hier mal schaut, das ergänzt das Ganze schon ziemlich, ziemlich gut, dieses schwarze Ding hier. Ich habe folgende Idee, Felix, pass mal auf. Was hältst du davon, wenn diese wunderschönen Brücken nicht nur ganz normal stehen, sondern auch ein Stück weit von der Decke hängen, Felix? Sprich, wir gehen hin und bauen ein paar große Ketten, die das ganze Ding quasi tragen. Was hältst du davon? Ah, so dass quasi von unten komplett die Säulen wechseln, oder was? Richtig, das heißt, wir könnten quasi, entweder machen wir es halt wirklich so, dass die Säulen komplett wechseln, oder wir lassen die Säulen halt noch dran und bauen zusätzlich halt nochmal so ein paar Ketten dahin, weißt du, was ich meine? Aus Stahl quasi. Mhm. Das ganze Ding halt nochmal von oben tragen. Fände ich ganz witzig. Würde ich aber jetzt vielleicht gar nicht hier machen, sondern eventuell nochmal bei einem schwebenden Element anwenden, dass wir quasi vielleicht sogar hingehen und nochmal ein komplett schwebendes Element hier drüber setzen, welches dann letztendlich ein großes Netherportal oder sowas trägt. Wir könnten jetzt hier erstmal hingehen, Leute, und uns erstmal die Säulen vornehmen. Und ich würde sagen, ich glaube, das ist erstmal way to go. Felix, lass uns doch erstmal hier ganz kurz ein bisschen Shape in die Säulen reinbringen, Leute. Und ich würde sagen, auf geht's in die Timelapse. So, Leute, ihr seht auf jeden Fall schon, dass wir einiges angepasst haben. Wir sind nämlich jetzt schon mal hingegangen, haben uns hier um die Brücke gekümmert. Ich finde, das sieht auf jeden Fall schon deutlich, deutlich besser aus. Sehr viel mehr Details, sehr viel mehr sich ergänzende Farben. Das Weiße ist ein ganz schöner Kontrast. Davon darf natürlich in einer dunklen Festung nicht zu viel sein. Da müssen wir natürlich jetzt drauf achten, Leute. Ich gehe gerade hin und kümmere mich hier ein wenig um einen zweiten Turm, der hier mal entstehen müsste. Denn irgendwie hat diese Netherfestung meiner Meinung nach viel zu wenig Dimensionen. Das ist alles irgendwie immer sehr langläufig, aber es gibt halt keine zusätzlichen Türme und so weiter und so fort. Und das fehlt hier gerade noch ein bisschen und da kümmern wir uns gerade drum. Legst es gerade da vorne dran und kopiert hier alles fleißig hin und her, Leute. Und ihr seht auf jeden Fall jetzt schon einen großen Fortschritt im Gegensatz zu vorher. Denn ich glaube, wenn jetzt hier noch ein paar wunderschöne Türme mit bösen Zacken und sowas dazukommen, so ein bisschen Mordor inspiriert von Herr der Ringe, glaube ich, dann sieht das schon deutlich, deutlich besser aus. So viel zum kleinen Zwischenstand. Ich würde sagen, zurück in die Timelapse. So, Leute, ihr seht es auf jeden Fall, es geht ja ordentlich voran. Ich bin gerade dabei, eine wunderschöne Insel zu designen. Felix ist hier gerade quasi dabei, diesen wunderschönen Turm zu vollenden. Ich habe jetzt hier einfach irgendwie mal drauf losgebaut, Leute, und einen kleinen Turm gemacht. Dieser Turm soll quasi der Zugangspunkt zu diesem Ganzen hier sein. Weil letztendlich soll es halt quasi so sein, dass dieses Nether-Portal hier oben auf einer kleinen Insel thront, die von der Decke hängen soll. Das war der ungefähre Plan. Das heißt, da kommen nochmal wunderschöne Ketten und sowas dran. Ich muss aber jetzt erstmal überlegen, wie ich dieses Nether-Portal baue. Und da ich mir dachte, dass das Ganze ja ein magischer Ort sein soll, habe ich mir überlegt, wäre es doch gar nicht so verkehrt, eventuell die Oberfläche mit Gras zu verzieren und eventuell sogar hier ein bisschen Stein mit reinzubringen. Das heißt, wir können jetzt einfach mal Folgendes machen nochmal hier. Ich baue mir mal ganz kurz meine Plattform. Wir gehen einmal mal hier rüber und ich gucke natürlich, dass ich hier wieder alles in meinem World-Edit-Bereich eingezäunt habe, beziehungsweise auch alles damit drin ist, was ich brauche. Wir können nämlich jetzt einfach mal gucken, ob es cool aussieht, wenn ich das ganze Ding jetzt hier ein wenig mit Stein noch mit verziere und natürlich noch mit Gravel. 1,87. Was hat dieses Andesite? 1,5. So, jetzt gucken wir mal, was funktioniert hat, Leute. Wartet mal ganz kurz. So, schaut mal hier, Leute. Sehr schön, da fehlte nur ein Komma. So, ich finde, das sieht nämlich schon mal ganz anders aus. Man merkt auf jeden Fall, dass das jetzt quasi eine besondere Insel ist. Eine Insel, die, ja, sage ich mal, so nicht existiert eigentlich im Nether. Und ich finde, das passt schon mal ganz gut. Wenn wir nämlich jetzt noch oben noch ein klein bisschen Gras drauf machen, Leute, sieht man quasi schon so ungefähr, dass das Ganze hier der magische Mittelpunkt des Ganzen soll. Da oben kommt natürlich dann nochmal ein fetter roter Kristall oder sowas drauf, der über dem Netherrack-Insel-Ding hier thront. Und dann ist das quasi der Zugang hier mit dieser Treppe, Leute. Felix baut hier quasi gerade schon so einen kleinen Zwiebelturmdach hin. Und dann kommt natürlich nochmal eine Menge kleine verwinkelte Türme dran, Leute.
Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir das Ganze nicht zu symmetrisch bauen. Denn wie gesagt, das ist eine böse Festung, Leute. Und gerade die Bösen, wir haben es letztes Mal bei der Hexe gemerkt, die können nicht symmetrisch bauen. Die haben keinen Plan vom Bauen. Die bauen einfach irgendwie und irgendwo, Hauptsache es passt. Und dementsprechend kommen hier noch ganz, ganz viele kleine verwinkelte Türme dran, Leute. Ein paar Zacken, hier ein paar Bruchstücke weg. Da kann das Ganze noch ein bisschen beschädigt werden und so weiter und so fort, Leute. Die Festung ist nicht mehr allzu gut im Schuss. Ja, das böse reiche Messer leidet ein bisschen. Aber ich denke mal, dass wir das Ganze auf jeden Fall jetzt hier nochmal schön aufpolieren werden. Lex, wie bist du bis jetzt? Bist du damit zufrieden? Was wird tun? Schon, auf jeden Fall. Also ja, da gibt es noch einiges zu tun, würde ich sagen. Aber ich würde sagen, wir kommen schon schnell voran. Es wird auf jeden Fall. Eben, Leute. In diesem Sinne würde ich sagen, war's das jetzt erstmal und wir sehen uns dann wieder in der Timelapse. Also genießt auf jeden Fall den fortgehenden Timelapse-Vorgang. Bis dann. So, Kinder, schaut euch das mal an. Hier entsteht schon das fliegende Nether Bottle. Das heißt, wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal den Zugang zur Hölle quasi generiert. Ich habe mir jetzt quasi gerade noch überlegt, wie wäre es denn, wenn man nochmal hingeht und eventuell, das wird natürlich hier gleich nochmal replaced von mir, Leute. Ganz klar, damit das hier auf jeden Fall die richtigen Blöcke sind, die überall Holz sind. Ich dachte mir, es wäre jetzt ganz cool, wenn man hier noch ein paar tote Bäume hinzufügt, die einfach ein wenig ja das Ganze so aussehen lassen, als wäre es ein Teil aus der echten Welt und ein Teil einfach aus dem Nether. Irgendwie, keine Ahnung, sowas habe ich mir dabei gedacht. Schauen wir mal ganz kurz, wie das am Ende aussieht. Ich dachte jetzt einfach so, wie gesagt, ein paar tote Bäume, ein bisschen Natur hier drin, oder Lix? Macht sich doch ganz gut. Ja, so sieht es bis dato aus. Ich bin tatsächlich relativ zufrieden bis jetzt. Natürlich muss jetzt das ganze Dungeon noch mal ein bisschen überarbeitet werden. Gerade hier vorne muss auf jeden Fall noch ein fetter Turm oder sowas entstehen. Da kann der Lix sich gleich schon mal dran machen, wenn er möchte. Das dauert auf jeden Fall heute wieder, weil dieses Dungeon ist extrem groß. Aber ich denke mal, dass wir das mit der Zeit auf jeden Fall auch irgendwie hoffentlich hinbekommen. Das ist auf jeden Fall kein einfacher Bild hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, bis jetzt sogar der schwerste meiner Meinung nach. Das Endding war schon relativ complicated. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, checkt auf jeden Fall mal, wie gesagt, bei Felix das Video aus. Ich finde das hier jetzt nochmal ein Stücken weit irgendwie schwieriger, habe ich das Gefühl, weil man halt hier in den Farben ebenso begrenzt ist wie im End und man kann natürlich nicht alles nutzen hier, was man will, denn sonst sieht es irgendwie seltsam aus. So. Also ihr seht auf jeden Fall hier schon mal an der Seite diese riesigen Ketten, Leute, die können wir auch einfach mal kopieren, das ist gar nicht so schlimm, wenn wir die einfach quasi übernehmen, das ist viel, viel einfacher, als wenn man es jetzt jedes Mal neu baut. Gerade halt, wenn man dann, wie gesagt, die Möglichkeit hat, sich hier mit Worldly zu bedienen sollte, sollte man das auf jeden Fall auch nutzen. Wir sind hier genau zwei Blöcke vom Rand weg, wir kopieren das ganz kurz, paste, bam, sehr schön. So sieht das momentan hier aus. Ich bin auf jeden Fall echt schon zufrieden damit. Wir können auf jeden Fall jetzt hier vorne nochmal ein paar tote Fahne oder sowas hinmachen. Oder vielleicht sogar, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, hier eventuell noch was Grünes mit reinzubringen. Denn wir sind ja im Nether, Leute. Ich weiß halt nicht, ob das so hier hinpasst. Aber man könnte natürlich jetzt noch ein bisschen Gras hinsetzen und so weiter und so fort. Das darf auf jeden Fall sein. Aber man könnte eigentlich noch hingehen. Ich finde es halt immer ganz schön, wenn hier sowas ist, Leute, was hier quasi ein bisschen runterwächst. Das sieht man ja auch hier ganz gut, dass das auf jeden Fall tot ist. Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Der Baum soll auf jeden Fall tot bleiben. Die Ketten hier quasi nochmal ein bisschen damit einkleiden. Mit diesen Beins und sowas, die hier quasi runterhängen, kann man auf jeden Fall nochmal eine Menge ausbessern. Ihr seht jetzt schon, das sieht schon direkt ganz anders aus und viel passender. So, Leute, also ich finde auf jeden Fall hier den Übergang schon mal zum Netherportal echt gelungen. Und ich würde sagen, Leute, weiter geht's mit der Timelapse. Kinder, mir ist gerade folgende Gedanke gekommen. Irgendwie habe ich mir gedacht, das sieht doch ein wenig aus wie ein Fabrikgebäude. Jetzt bin ich einfach mal hingegangen, habe hier einfach random so Fabriktürme hingemacht und muss ganz ehrlich sagen, ich bin extrem glücklich damit. Diese Schornsteine machen das Ganze irgendwie nochmal deutlich cooler. Keine Ahnung, es sieht irgendwie so aus wie eine Fabrik des Bösen, wo halt im Nether einfach böse Sachen entstehen und gemacht werden. Irgendwas richtig diabolisches. Keine Ahnung, ich weiß halt nicht genau, was es sein soll. Der Lix und ich gehen jetzt gemeinsam nochmal hin und werden es jetzt hier an den großen Turm ranwagen, der hier noch entstehen muss, Leute. Dann sind wir auch quasi so weit schon fertig. Wir müssen natürlich hier nochmal ein bisschen gucken, dass wir das Ganze ein wenig zerstörter machen an manchen Ecken. Da gibt es übrigens noch mal ganz einfachen Lifehack, Leute, den ich euch mal ganz so zeigen kann. Nehmen uns hier die Iron Shovel, meine Freunde. Gehen wir da hin, nehmen unser BR Sphere Tool, machen einfach mal 0 und 2 und gehen einfach mal hin und setzen hier so ein paar kleine Löcher rein, Leute, damit man quasi hier schon sehen kann, das ist hier relativ zerfetzt und kaputt. Das sieht auf jeden Fall schon ganz cool aus. Da kann man auf jeden Fall, wie gesagt, ein bisschen was mitmachen. Und ich finde es halt auch eigentlich ganz schön, wenn hier mal in der Säule so ein bisschen was fehlt, dass es quasi so ein bisschen angeknabbert ist oder sowas, ich weiß es nicht genau. Finde ich eigentlich ganz cool. Es soll ja, wie gesagt, auch nicht hundertprozentig perfekt sein. Und ihr seht auf jeden Fall schon, das Ganze macht auf jeden
jeden Fall schon einiges her. Jetzt kommt noch ein wunderschöner großer Turm dazu. Die Treppe wird hier quasi gerade noch vom lieben Lexi designt. Machst du es gut, Lex, ne? Ja, normal, wie der Blitz. Sehr gut, sehr gut. Wie der Blitz macht der Lex, Leute. Und da setzen wir nochmal zwei, drei Schornsteine dazu. Und ich finde dieses Fabrikdesign eigentlich ganz cool, denn ihr wisst ja vielleicht, dass im alten Britannien, damals im 19. Jahrhundert, zur Zeit der Industrialisierung, Leute, ihr lernt hier was, ja, quasi die Fabrikgebäude immer aus diesem Stein gewesen sind. Und letztendlich ist das ja das gleiche hier, nur halt mit Netherbrick. Und daher finde ich, das passt auf jeden Fall ganz gut mit diesen Fabrikgebäuden. Mir gefällt es auf jeden Fall echt ziemlich, ziemlich schnieke. Ich würde sagen, Leute, genug geredet. Es geht weiter mit der wunderbaren Timelapse. Genießt es! So, okay, dann schauen wir mal, was wir gerade noch machen. Ich baue hier gerade noch einen kleinen weiteren Lifehack mit ein. Denn wenn man hier sich das Ganze mal von oben anguckt, seht ihr schon überall so seltsame Rohre, die ich hier irgendwie mache. Ich finde, das passt halt zu den Fabrikdingen richtig gut dazu. Diese Rohre sind Schalkerboxen, die ich einfach aneinander gesetzt habe. Und jetzt fehlt eigentlich gar nicht mehr viel, Leute. Wir haben hier oben quasi das magische Höllenportal, wo letztendlich der Zugang zur Hölle besteht. Und dann geht es hier direkt in die Todesfabrik rein. Wie gesagt, diese Fabrik hat keinen größeren Nutzen oder sowas. Es geht einfach nur darum, das Ganze halt ein bisschen aufzuhübschen. Wir hatten letztes Mal im End ein magisches Setting. Diesmal dachte ich, okay, ein wenig mechanisch, das passt irgendwie, weil generell, so eine Fabrik ist ja auch meistens von außen relativ dunkel, relativ hässlich, da wird wenig auf Ästhetik geachtet. Von daher bin ich der Meinung, das passt auf jeden Fall so ganz gut. Das Große, was jetzt quasi noch fehlt, ist hier dieser riesige Turm, wo ich mich bis dato echt vorgedrückt habe, denn ich weiß noch gar nicht genau, wie ich den machen möchte. Und ich habe gerade schon ein paar Ideen ausgearbeitet, ich denke mal, dass man auf jeden Fall was machen kann. Was ich immer ganz schön finde, ist, Leute, wenn man hingeht und Sachen einfach bewusst framed. Das heißt, wir haben hier quasi diesen wunderschönen schwarzen Block, der das Ganze letztendlich ein wenig abrundet. Und wenn man hingeht und das unten nochmal und nach oben weiterzieht, sieht es quasi so aus, als wäre das ein wenig eine Verkleidung. Das Ganze. Wenn man sich das hier mal genau anguckt, kann man das Ganze quasi sich so vorstellen. Man sieht hier ganz genau, wie so einzelne Steine quasi hier reingesetzt ist in so einem Ziegelsteinmuster. Das heißt, wir haben dann quasi das Ganze wieder so oder mit diesem Abstand. Das heißt, man hat hier immer wieder diesen kleinen Ziegelstein drin. Das verleiht dem Ganzen irgendwie nochmal so ein bisschen Realitätsnähe. Denn ihr kennt es ja vielleicht, dass immer an Ecken von gemauerten Steinen oder von gemauerten Wänden immer ein Wandabschluss gezogen wird, der dann letztendlich das Ganze nochmal ein bisschen aufhübschen soll und vor allen Dingen halt hingeht und ja, ein wenig Stabilität verleihen soll. Genau das machen wir hier nämlich auch. Wir fügen einfach nochmal ein paar Blöcke hinzu. Was macht der gute Lexi denn da drüben? Erzähl mir, Felix. Ich habe gerade überlegt, ob ich hier irgendwie sowas wie so einen kleinen Turm mache, der einfach nur so ein bisschen Qualm ablässt. Mhm, so wie die anderen. Ja, so viele Geräte hier unter der Erde. You never know where. Also wir haben jetzt auch gerade noch überlegt, eine ganze Produktionsstraße hinzusetzen, Leute, aber ich glaube, das wird dann viel zu aufwendig. Dann sind wir morgen noch dran. Vielleicht machen wir sogar nochmal einen zweiten Teil, wenn ihr das sehen wollt, Leute, wie wir das Nether Dungeon quasi komplett fertigstellen. Dann lasst auf jeden Fall mal gerne einen Daumen nach oben da und ich würde sagen, Leute, auf geht's zurück in die Timelapse. Viel Spaß euch! So, Leute, ein weiteres Ding, was ich für relativ wichtig erachte, ist, wenn man quasi kaputte Strukturen baut, wie wir das jetzt hier haben. Wir haben hier eine kleine rausgefressene Ecke oder eine rausgebrochene Ecke, die eigentlich rein statisch gar keinen Sinn macht. Also dieser Turm wird auf jeden Fall zusammenfallen. Aber Leute, das ist Minecraft, das ist eine magische Todesfabrik, von daher passt das soweit. Geht immer hin und nutzt Treppen und Half-Slabs, damit das Ganze ein bisschen besser aussieht. Denn mit ganzen Blöcken sieht das Ganze sehr viel, sehr viel, sehr viel beschissener aus, meiner Meinung nach. Und wenn man jetzt hingeht, hier mal so ein paar davon einfach mal überstehen lässt, hier das Ganze durch die Treppen und Half-Slabs ein bisschen smooth, sieht das meiner Meinung nach schon deutlich, deutlich besser aus. Und man kann die Löcher sehr viel schöner designen und vor allen Dingen halt viel, viel realistischer dastehen lassen. Zum Beispiel, wenn man sich das jetzt mal hier anguckt, Leute, das sieht einfach wirklich so aus, als wären einfach Teile des Ganzen aus einer Ruineart herausgebrochen. Auch hier kann man, wie gesagt, immer hingehen und nochmal Treppen hinzufügen. Man kann sogar noch hier drumherum noch ein paar Treppen legen oder Sachen, die sogar runtergefallen sind, die schon am Boden liegen quasi. Das kann ich euch nämlich hier mal ganz kurz zeigen. Angenommen, man geht jetzt davon aus, dass hier vorne diese Ecke rausgebrochen ist, bei diesem Türmchen hier vorne, beziehungsweise bei dieser Säule. Können wir jetzt einfach hier unten mal hingehen, Leute, und hier schon mal die kompletten Bruchsteine, die letztendlich rausgebrochen sind, einfach mal hier hinlegen. Das sieht dann letztendlich so aus, als wäre das quasi wirklich rausgefallen und es passt einfach deutlich, deutlich besser, als wenn die Dinger einfach weg wären. Deshalb kann man da auf jeden Fall immer noch so ein bisschen Schuttpiles oder sowas oder halt ein paar von diesen kaputten Bruchsteinen halt immer wieder ganz schön hinlegen. Gerade wie gesagt, auch da immer darauf achten, dass man da mit Treppen und Halfsets das Ganze ein bisschen passender baut. Denn wenn da nur ganze Blöcke liegen, sieht das irgendwie ein bisschen seltsam aus. Lexi, wie läuft's bei dir? Erzähl mir, was machst du gerade? Gut, ich baue gerade einen Turm. Ich komme mal gleich mal gucken, was baust du denn für einen Turm? Fassade. Fassade machst Was für Fassade machst du gerade? Vom Turm? Vom Turm, die Fassade. Mit welchen Blöcken baust du denn das? Mit Netherrack. Mit Netherrack. Und dem schwarzen Beton. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also ihr seht genau hier eine komplette Sphäre, Leute. Das ist eine World-Edit-Sphäre, die muss auf jeden Fall abgeändert werden, weil sonst sieht es irgendwie sehr, 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 sehr künstlich aus. Das wollen wir natürlich nicht, müssen natürlich sein, Leute. Und deshalb kann man hier, wie gesagt, einfach nochmal ein paar Blöcke entfernen, noch ein bisschen was hinzubauen. Dann sieht das Ganze schon deutlich, deutlich besser aus. Auch hier, wie gesagt, wieder einfach mal ein bisschen was dazubauen, immer noch innen drin vielleicht ein bisschen was abbauen. Das ist auch gar nicht schlimm, wenn die Sachen einfach nur fliegen. Ihr seht auf jeden Fall schon durch das Hinzufügen
Hinzufügen von einzelnen kleinen Blöcken sieht das Ganze schon deutlich, deutlich besser aus. Wir gehen einfach mal davon aus, dass dieser Teil der Fabrik verlassen und nicht mehr genutzt worden ist. Die Industrialisierung und die Krise, die Weltwirtschaftskrise hat auch dem Nether stark zugesetzt, Leute. Ihr seht, hier arbeiten keine Pigmans mehr und so weiter und so fort. Das wäre dann wahrscheinlich auch für den zweiten Teil eher gedacht, Leute. Und deshalb, wie gesagt, wenn ihr einen zweiten Teil sehen wollt, wo wir die komplette Fabrik quasi bestücken mit einem Innenleben, smasht auf jeden Fall hier nochmal den Daumen nach oben. So, Leute, nach 2 Stunden Bauzeit, 1 Stunde 55, sind wir quasi soweit und wir haben es geschafft, Leute. Das komplette Nether ist umgebaut. Wir haben eine böse Todesfabrik daraus gemacht. Ihr seht hier dieses wunderschöne Portal quasi. Hier ist, wie gesagt, ein bisschen was von der Oberwelt noch erhalten geblieben. Ein paar dieser Pflanzen, die aber letztendlich dann überhaupt keinen Wert mehr haben, weil diese Fabrik so viel Smog abgibt, dass hier keine Pflanzen mehr wachsen können. Deshalb ist der Nether auch so tot, ne? Denn wegen dieser Fabrik, Leute, ja, gibt dem Nether quasi keine Pflanzen. Das hört hier vorne direkt auf. Da, wo quasi der Smog rauskommt, passiert dann nichts mehr. Wie gesagt, das komplette Innenleben wird auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt, in der zweiten Folge dann entworfen. Wir haben ja einen wunderschönen Turm, Leute. Dann haben wir hier noch überall diese kleinen Röhren hingemacht. Die ganze Fabrik speist quasi dieses Nether-Portal da oben, damit dieses Nether-Portal am Leben erhalten werden kann. Hier kommen dann noch Produktionsstraßen hin. Ich denke mal, wir werden hier vorne nochmal irgendwie eine Art, keine Ahnung, Pigment-Farm oder sowas hinmachen oder eine Blaze-Spawner. Ganz viele Blaze-Spawner, die letztendlich einen Fluid-Tank bilden, der dann halt hingehen soll und das Ganze betreibt und so weiter und so fort. Wir haben hier wunderschöne Türme errichtet und so weiter und so weiter. Also die sind alle noch leider nicht mit einem Innenleben verziert. Hier haben wir eine kleine Brennerei oder eine Schmiede oder sowas, was es auch immer sein soll. Ein Hochofen. Also ich bin mit dieser Transformation echt sehr, sehr, sehr zufrieden, Leute. Und hätte nicht gedacht, dass es so dope wird. Ich kann euch nur eins sagen, mit Schalker-Boxen zu bauen, ist der größte Abfuck, den es wirklich gibt, Leute. Es ist so dermaßen anstrengend. Ich habe mir nochmal zwischendrin immer wieder ein paar Sachen kaputt gemacht. Ich fliege immer mal wieder rum und baue das Ganze quasi mit Felix erstmal im Ganzen. Und dann kommen da nochmal ein paar Sachen hin, die kaputt sind, damit es einfach ein bisschen, ja, randomizer aussieht und irgendwie besser zusammenpasst. Ja, Leute, das ist unser Bild. Es gibt diesmal gar nicht so viel zu zeigen. Ihr seht das große Äußere quasi hier. Ich bin echt extrem zufrieden damit. Ich bin ganz froh, dass mir diese Idee mit der Fabrik gekommen ist. Ich finde auch ganz schön, dass der Rauch hier quasi an der Decke so ein bisschen hängt und gar nicht die Möglichkeit hat, sich hier irgendwie im Nether abzuziehen. Das heißt, es gibt hier quasi keinen Abfluss an die Oberwelt oder sowas, keinen großen Kamin. Man könnte das Ganze natürlich jetzt nochmal so bauen, dass man halt letztendlich die ganzen Rauchschwaden irgendwie an der Oberwelt aufkommen lässt oder sowas oder sich komplett nach oben durch den Netherrack bzw. durch den Bedrock dann durchbaut. Aber ich finde das so auf jeden Fall schon mal ganz cool. Man sieht auf jeden Fall, dass der Nether sich hier gerade selber verpestet, Leute. Ich finde es extrem gelungen. Wenn es euch gefallen hat, smasht auf jeden Fall wieder ein Like-Button da oben. In der Videobeschreibung findet ihr natürlich den Link zu Felix' Video. Und ja, Leute, das war's von diesem wunderschönen Video. Rotpilz, danke mal bitte fürs Helfen. Es hat mir eine Menge Freude gemacht, Leute. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt uns wieder Vorschläge in die Kommentare. Und wir sind damit raus. Macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.